Und jetzt kommen zu euch unser Bonner Prinzenpaar, Prinz Jürgen der Erste und Bonner Nora die Erste. Herein bitte! Ja, ihr Lieben, und es spricht zu euch seine Tollität, Prinz Jürgen der Erste, und ihm folgt unsere Lieblichkeit, Bonner Nora die Erste. Ja, fasse Lob zusammen und Alaf Buschdorf! Diese Hand hat vor 4 Stunden noch unsere Bundeskanzlerin geschüttelt. Und dann habe ich aus Protokollgründen gefragt, muss ich den Handschuh ausziehen oder soll ich ihn anlassen dürfen? Ne? Dann habe ich ihn aber angelassen und die Frau Bundeskanzlerin, die war ganz ehrfürchtig. Und das war ganz schön, denn sie hat uns so gesehen und da hatte sie wahre Freude, denn sie hat mal wieder ein starkes Prinzenpaar aus Bonn gesehen. Ja, und als sie dann so da kam und wir standen in der ersten Reihe, klar, wo sollten wir sonst stehen, da hat sie so auf meine Beine geguckt. Ja, ich zeige euch diese Beine mal gerade, ich ziehe extra meine Schuhe dafür aus. So. Ja. Und wenn wir Glück haben, dann könnt ihr die starken Beine morgen auch noch in der Zeitung sehen. Das machen nur die Beine von dem Prinzen. Ja, und dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Also ich meine, über den Flughafen, wir sind geflogen. Und dann hat uns der Pilot gesagt, ja, wir haben Sturm in Köln, wir können da nicht landen. Da habe ich gesagt, das mäht überhaupt nichts, schmeiß uns über Buschdorf ab. Lasst uns ausrufen. Auf die Buschdorferinnen. Dreimal von Hetze. Entschuldigung, sofern vorhanden auf die Buschdorfer und auf den Bönsche Fasse Lovely Berlin, den wir wunderbar vertreten haben. Das war zwar jetzt 4-mal Alaf, aber das mäht hück nix. Und jetzt will ich nicht weiter schwade, denn jetzt möchte ich euch seine Lieblichkeit, meine Blume, meine Rose, meine und eure Bonner Nora die Erste vorstellen. Applaus! Ja, liebe Karnevalsfreunde, liebe Buschdorfer, ich bin auch wahnsinnig froh, wieder hier zu sein, dass wir Berlin hinter uns gelassen haben. Es war zwar ausgesprochen schön, aber hier in Bonn ist es immer noch am schönsten. Und kaum, dass wir da waren, hat sich unsere Angie auch ständig so an meinen Prinzen rangerobbt. Sobald die Kameras da standen, stand sie neben ihm. Und irgendwie so richtig teilen wollte ich ihn ja jetzt nicht mit ihr. Jetzt sind wir hier auf einer schönen Mädchensitzung und ich muss sagen, euch würde ich ihn ja übergeben, denn die Stimmung ist hier deutlich besser als da, wo wir eben waren. Und ich hätte euch ja auch noch den einen oder anderen Prinzen mitgebracht, es waren immerhin 16 andere Tollitäten da,
Aber es war wirklich nichts vergleichbar mit dem stolzen Prinzen und den stolzen Beinen oder starken Beinen an meiner Seite. Warum also seine Federn die ganze Zeit runterhängen und er ein bisschen gerupft wirkt, brauche ich da nicht erklären. Das ist ja klar. Entschuldigung. Fakt ist aber, ich kann ihn euch leider nicht übergeben, auch wenn ich ihn gerne in eure treuen Hände geben würde. Ich brauche ihn noch ein bisschen bis zum Rosenmontagszug, denn wer soll sonst meine ganzen Kamelle schleppen? Ich wünsche euch aber noch einen wunderschönen Abend. Wir sind ein bisschen durch, wir sind sehr früh aufgestanden. Es ist trotzdem wahnsinnig schön, hier zu sein. Die Stimmung bringt uns wieder so richtig hoch. Und ich würde sagen, lasst uns ausrufen auf unser schönes Motto: Bönsche im Glück, Dormholz im Hück. Im Dormholz im Glück. Es ist wirklich früh gewesen heute Morgen. Und auf euch alle hier. Dreimal von Hetze, Buschdorf. Bonn. Und auf diese Wahnsinnsbeine. Schenk mir heute Nacht dein ganzes Herz und bleib bei mir. Dann schenk ich dir mein ganzes Herz und zeige dir, was dir gefällt. Die ganze Welt. Schenk mir dein Herz, ich schenk dir meins. Nur die Liebe zählt. Ja, und ihr zwei, ihr habt ja Kinder, ne? Ja, so wie sich das hier hört, so als Eltern, wenn man mal wieder Zeit hat, setzt man sich abends hin und liest auch schon mal ein Märchen vor, ne? Macht man. Ja, macht man. Und ich würde mal sagen, du hast gerade ein bisschen Föll gespart, jetzt bist du einfach mal dran. Hol dir jetzt ein Stühlchen. Und einen Text. Und der Prinz darf dann zusammen mit seiner Equipe einfach mal die Lücken dann füllen. Welche Begriffe das sind, guck mal, da hinten ist eine Tafel. Und wenn ihr sie alle erratet, dann kriegt die Equipe auch ein paar Pikolöschen für Wegzehrung oder was auch immer. So, bitteschön. Der Wolf und die sieben Geißlein. Es war einmal eine alte Geiß, die hatte sieben Junge. Der Bösewicht verstellt sich oft, aber an seiner rauen werdet ihr ihn gleich erkennen. Er fraß die auf und machte damit seine Stimme fein. Als die Geister ihn sahen, dass die Pote weiß war, machten sie die Tür auf. Der Wolf verschluckte alle Geißlein bis auf das Jüngste, denn es versteckte sich im... Der Wolf lag auf der... unter einem Baum und schnarchte. Da musste das Geißlein nach Hause laufen und Schere, Nadel und... holen. In aller Eile schleppten die Geißlein Steine herbei, um sie in den Bauch des Bösen... In aller Eile schleppten die Geister Steine herbei, um sie in den Bauch des Bösen zu stecken. Was rumpelt und pumpelt in meinem herum? Ich meinte, es wären sechs Geißlein, doch sind es lauter Wackersteine. Als er an den Brunnen kam, zogen ihn die schweren hinein und er musste jämmerlich ersaufen. Hervorragend.